Der Oktober ist da und bringt uns neue Veröffentlichungen in Hülle und Fülle. Somit schließt sich auch Oktober 2015 der Oktober-Spieleflut-Tradition der letzten Jahre an. Nachfolgend stellen wir euch die interessantesten Konsolenveröffentlichungen vor. Lego Dimensions erscheint mit Starterpack und setzt auf das überaus erfolgreiche Prinzip von Skylanders und Disney Infinity. Mithilfe des Basispakets seid ihr in der Lage, zusätzliche Spielinhalte durch den Kauf von verschiedenen Levelpacks zu nutzen. Die Mischung der verschiedenen Universen bzw. Dimensionen mutet spaßig an. Zurück in die Zukunft trifft auf Ghostbusters, Portal, Simpsons und Doctor Who. We are not in Gotham anymore. I've been working with Activision for so long, I don't have to school them in what skateboarding is or how to represent it well. Mit Tony Hawk's Pro Skater 5 geht die altehrwürdige THPS-Reihe nach einer längeren Pause in eine weitere Runde. Leider scheint aus einer glorreichen Rückkehr nichts zu werden. Frühe Ersteindrücke und Berichte deuten auf ein spielerisches Desaster hin. Wir raten allen Spielern dazu, unseren detaillierten Testbericht abzuwarten, um verspätet loszurollen. Before I was in the first Tony Hawk game I was in, I used to play the games all the time when I was a kid. The Federation welcomes you to CQC, Closed Quarter Combat Championship. Eines der berühmtesten Weltraumspiele feiert seine Rückkehr auf die Konsolensysteme. David Bramans crowdfinanziertes Elite Dangerous erscheint diesen Oktober auch für Xbox One. Mit dem Release wird das Spielfeature CQC seine Premiere feiern. Close Quarters Combat, kurz CQC, erlaubt Spielern in einer Mehrspieler-Arena für Gefechte in mehreren Modi zusammenzufinden. Ansonsten wird sich die Xbox One-Variante vom ursprünglichen PC-Titel kaum unterscheiden. 400 Milliarden Sternsysteme bilden auch auf Microsofts Sattelkiste die Grundlage für die Simulation eines Weltraumpiloten-Lebens als Händler, Pirat oder Schmuggler. Ready to rock? Lautet die Antwort ja, wird man mit Rock Band 4 wieder die Möglichkeit bekommen, mit Plastikgitarren, Drums und Mikrofon die virtuelle Rockstar-Karriere zu verfolgen. Das Freestyle-Solo-Feature erlaubt das freie Spielen von Solos. Spielerisch bedeutet das die freie Improvisation eines Solo-Parts, während Rock Band 4 in Echtzeit darauf achtet, die erklingenden Töne musikalisch wohltuend auszugeben. Wir konnten Freestyle-Solo bereits auf der Gamescom anspielen und waren angetan. Super Meat Boy ist eines der schwersten, coolsten, aber auch meistverkauftesten Indie-Spiele aller Zeiten. Die Jump'n'Run-Odyssee des mutigen Fleischklumpens erreicht diesen Oktober neue Plattformen. Das Spiel erscheint nach langer Verzögerung nun auch auf Sonys aktuellsten Konsolen, namentlich PlayStation 4 und PS Vita. We did it! We did it! Yeah, we did it! Oh, yeah! Now. Action-Abenteurer Nathan Drake in 60 Bildern die Sekunde, 1080p Auflösung und mit überarbeiteten Texturen. PS4-Besitzer kommen ab Anfang Oktober endlich auch in den Genuss, Uncharted zu erleben. In Uncharted The Nathan Drake Collection finden sich alle drei Uncharted-Spiele und das Ergebnis ist keine simple Portierung, sondern eine Aufpolierung der PS3-Meisterwerke, speziell für die Hardware-Power der PS4. Real greatness. Transformers Devastation könnte fälschlicherweise unter dem Radar einiger Spielefans erscheinen. Womöglich ein großer Fehler. Hier entsteht kein liebloses Stück Software auf einer großen Lizenz basierend. Transformers Devastation mutet an, ein Fest für Spieler wie Transformers-Fans zu werden. Der Grund dafür ist bei den Entwicklern zu finden. Es handelt sich dabei um die japanische Entwicklerschmiede Platinum Games, die bereits mit Titeln wie Bayonetta, Vanquish oder The Wonderful 101 Spieler rund um den Globus begeistern konnten. Grafisch orientiert sich das Spiel direkt an der 80er-Jahre-Serie und wirkt wie eine spielgewordene Transformers-Folge. Man darf gespannt sein. Quizfrage: Was haben Chris aus England, Metz aus Norwegen und Khalid aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gemeinsam? Antwort: Sie sind allesamt Rallye-Fahrer und Stars im Rennspiel WRC 5. Unterschiedliche Wetterbedingungen, Nachtfahrten und heiße Temperaturen, WRC 5 mutet ambitioniert an.
Ob Big Ben Interactive eine spielerische Perle entwickelt hat oder das Spiel in der Rennspiel-Mittelmäßigkeit versinkt, bleibt abzuwarten. And the dragon was defeated. Their story complete, they slipped away into the pages. Telltale Games sind absolute Experten, wenn es darum geht, gute Geschichten mit toller Spielbarkeit zu vereinen. Der große Erfolg von The Walking Dead hat dies überdeutlich gezeigt und auch The Wolf Among Us, Game of Thrones und Tales from the Borderlands zeugen davon. Minecraft Story Mode soll den genannten Titeln spielerisch nichts nachstehen und Zweifler besänftigen, die sich nach der Ankündigung fragten, wie Minecraft und Story bloß zusammenpassen sollen. Wir sind gespannt. Zu einem der stärksten Kandidaten auf den Titel Spiel des Jahres 2015 erscheint die erste kostenpflichtige Erweiterung. The Witcher 3 Hearts of Stone verfügt über 10 Stunden Abenteuer in der Wildnis des Niemalslands sowie den Winkeln und Gassen von Ochsenfurt. Erneut können Spieler in die Rolle des professionellen Monsterjägers Geralt von Riva schlüpfen, um den skrupellosen Banditenanführer Olgierd von Everreck zur Strecke zu bringen, einen Mann, der die Kraft der Unsterblichkeit besitzt. Are you not done with him? My ears bled from the streets. Auch Wasteland 2 ist eine Rollenspielperle und erscheint als Wasteland 2 Director's Cut nun auch auf Xbox One und PS4. Die Features sind eine verbesserte Grafik, mehr Sprachausgabe, optimierte Kämpfe, bessere Balance, schönere Cutscenes und neue Spielsysteme wie Precision Strike sowie Perk and Trace. Der Metzler Dragon Quest Heroes, der Weltenbaum und der Tyrann aus der Tiefe verfügt nicht nur über einen sehr langen Titel, sondern auch über viel Spielspaß, besonders für Fans von Dynasty Warriors typischer Kampf-Action. Auch grafisch sorgt das Spiel für gute Laune. Wer könnte denn auch dem Zeichenstil von Akira Toriyama widerstehen? Rache und Rebellion. Der teuflische Overlord Void Dark hat bereits mehrere Netherworlds in Schutt und Asche gelegt und sinnt nach mehr Terror und Versklavung. In Dissa Gea 5 übernehmt ihr die Rolle vom jungen Dämon Killia und stellt euch Void Dark und seiner Armee entgegen. Die PS4-Fassung mutet grafisch altbacken an, doch überzeugt durch Charme, unterhaltsamen Momenten und strategischen Gameplay auf hohem Niveau. Dark, where are you? Zurück in die Zukunft kommt zurück in die Gegenwart. Back to the Future 30th Anniversary Edition bietet sämtliche Episoden des gelungenen Back to the Future Adventures und erscheint mit verbesserten Texturen und einem Behind-the-Scenes-Video, das Interviews und Hintergrundinformationen bietet. Außerdem spricht in der aufpolierten Fassung Thomas Francis Wilson Jr. die Rolle von Biff Tannen. Fans der Filme werden somit ganz auf ihre Kosten kommen. What in the name of Thomas Alva Edison do you think you're doing? Seit 2009 wurden über 52 Millionen Einheiten von Spielen der Just Dance-Reihe verkauft. Wenig verwunderlich also, dass Ubisoft auch dieses Jahr den Angriff auf die Tanzmuskeln plant. Das Spiel bietet 43 neue Hits, Zugriff auf über 150 weitere Songs und die Möglichkeit, das Smartphone als Controller zu nutzen. Das dürfte virtuellen Gitarrenvirtuosen zunächst nicht schmecken. Bei der neuesten Ausgabe von Guitar Hero, Guitar Hero Live, muss jeder wieder ganz von vorne anfangen. Die Steuerung wurde umgestellt und statt 5 bunter Knöpfe drückt der Gitarrenheld anno 2015 nun 6 Knöpfe verteilt auf 2 übereinander liegenden Reihen. Spielerisch eine Umstellung, die am Spielspaß jedoch nichts ändern wird. Guitar Hero Live wird auch 2015 eines der spaßigsten Partyspiele sein. Davon ist auszugehen. Das Ubisoft-Studio Ubisoft Quebec zeigt sich für die Entwicklung von Assassin's Creed Syndicate verantwortlich. Bei Syndicate handelt es sich um den mittlerweile 9. Teil der erfolgreichen Reihe. Als Szenario dient dieses Mal London im Jahre 1868 zur Zeit der industriellen Revolution. Die Hauptcharaktere sind die Zwillingsbrüder Jacob und Evie Fry. Der Singleplayer soll bei Syndicate voll und ganz im Fokus stehen. Ubisoft verzichtete daher auf Multiplayer-Modi jeglicher Art. Der
Der visuelle Stil von The Legend of Zelda Triforce Heroes ist von The Legend of Zelda A Link Between Worlds inspiriert. Anders als in üblichen Zelda-Spielen ist Link nicht alleine unterwegs, zumindest nicht zwingend. Der Fokus von Triforce Heroes ist namensgebend. Drei Spieler können gemeinsam auf die Reise gehen und sich durch Dungeons rätseln und kämpfen. Achtung, Triforce Heroes kann nicht zu zweit gespielt werden, lediglich alleine oder zu dritt. The cabin opens up here. Keep your eyes out. Snipers on that ridge ahead. Stick to cover till we get them in range. Wird Halo 5 Guardians wirklich die spektakulärste Halo-Kampagne aller Zeiten liefern? Weder Microsoft noch Entwickler 343 Industries halten sich zurück, wenn es um solche und ähnliche Aussagen bezüglich ihres stärksten Pferdes im Konsolenrennstall geht. Halo ist längst Kult, das ist keine Frage. Ob Halo 5 den Kult weiter ausbauen wird und sowohl Singleplayer als auch Multiplayer spielerisch überzeugen, erfahren wir Ende Oktober. Für viele Xbox One-Spieler ist das mit Sicherheit der wichtigste Release des Jahres. After winning over 150 Game of the Year Awards and Nominations, was die Larian Studios mit Divinity Original Sin geschaffen haben, war ein modernes Rollenspiel-Meisterwerk, mit Spagat zwischen Oldschool-Gameplay und der Moderne. Jeglicher Spielbestandteil überzeugte und selbst im Multiplayer-Modus konnte das Spiel punkten. Die Enhanced Edition bietet unter anderem ein überarbeitetes Interface und Offline-Splitscreen-Koop-Modus. PC-Spieler erhalten die Neuerung übrigens als kostenloses Update nachgereicht. WWE 2K16 ist die neueste Ausgabe der WWE-Reihe und bringt das bislang größte Roster der WWE 2K-Geschichte. Über 120 spielbare Charaktere, darunter Cover-Superstar Stone Cold Steve Austin, Seth Rollins, Daniel Bryan, Dean Ambrose, Bad News Barrett oder dem Terminator. Terminator? Richtig gehört. Der T-800, verkörpert von Arnold Schwarzenegger, mischt bei Vorbestellern ordentlich im Ring mit. Auch Nintendo Wii U-Besitzer kommen diesen Monat auf ihre Kosten, denn mit Project Zero Maiden of Blackwater steht ein potenziell starker Titel in den Startlöchern. Ende Oktober bekommen Spieler mit Nerven aus Stahl die Chance, in das Gebiet rund um den mysteriösen Berg Hikami einzutauchen. Das Wii U-Tablet dient hierbei als Kamera Obscura, mit der Geister und gepeinigte Seelen sichtbar und angreifbar. Das war es mit der Spielaussicht für Konsolen im Oktober 2015. Falls ihr der Meinung seid, ein bestimmter Titel blieb zu Unrecht unerwähnt, teilt es uns mit.